zwischengeworfen, wir haben ja bereits NIFT 50. Das möchte ich gerne erläutern und damit ergeben sich alle Probleme des bedingungslosen Grundeinkommens im Grunde von alleine. Wir haben zurzeit eine exakt 50-prozentige Erwerbsbelastung. Eben hieß es so 42% oder so, ja. Das variiert immer zwischen den Zahlen. Wir müssen aber eins tun, nämlich wir müssen die Steuern und die Abgaben zusammenzählen. Und dann haben wir genau 50% allgemeine Belastung. Das bedeutet, immer da, wo alle in einen Topf geschmissen werden können mit ihren Sachverhalten, da wird allgemein besteuert. Wenn ich jetzt aber einen Sportler beschäftige, der hat weit höhere Gefahrensätze in der Berufsgenossenschaft. Das ist etwas Individuelles, was besteuert wird. Das kann ich nicht in den allgemeinen Topf nehmen. Deswegen fallen die Berufsgenossenschaftsbeiträge, solange sie nicht in diesen allgemeinen Gefahrentarif fallen, da raus aus der allgemeinen Besteuerung. Wir können also doch davon ausgehen, dass wir manchmal etwas höher haben als 50%, wenn wir nämlich individuelle Risiken dann besteuern, um das auf die Allgemeinheit wieder umzulegen, die nämlich die Nachteile davon tragen. Zum Beispiel haben wir hier bei Kapitaleinkünften diese fiesen Aktionäre und so, und ja, all die superreichen Leute, ja, die tragen exakt 50%, genau wie alle anderen, nämlich 15% Körperschaftssteuer, darauf den Solidaritätszuschlag, ihr im Osten seid davon verschont. Kapitalertragssteuer? Habt ihr, seid gar nicht, Entschuldigung, ich habe immer gedacht, ihr seid verschont, ich mache hier nur Steuern im Westen. Ich mache nur Steuern im Westen, sorry. Kapitalertragssteuer 25%, das ist diese Abgeltungssteuer, die es heute gibt, ja. Das heißt, mit den Papierchen von der Bank muss man nicht mehr zum Finanzamt rennen. Man kann das noch tun, um zu gucken, ist das jetzt günstiger nach altem Recht, nach neuem Recht. Normalerweise 25% Feierabend. Soli wieder drauf, ist alles erledigt. Gewerbesteuer. Das ist eine ganz wunderbare Steuer, an der wir sehen können, wie das funktioniert mit dem allgemeinen Teil und dem individuellen Teil. Wir haben nämlich einen Hebesatz von 200, der allgemeine Teil ist. Der wird auch für jeden Gewerbetreibenden wieder in der Einkommensteuererklärung angerechnet. Das heißt, wir sitzen wieder alle auf 50%. Alle werden gleich behandelt. Nur die über dem Hebesatz von 200 hinausgehenden Teile der Gewerbesteuer, das ist der örtliche Anteil, ja? Das ist der Teil, den das Gewerbe gerade an diesem Ort an Belastung erwirkt. Und der wird ausgeglichen durch diesen örtlichen Anteil. Der ist nicht dieser allgemeine Teil und darf daher nicht in die 50-prozentige Besteuerung einbezogen werden. Dann haben wir, Moment, Scheiße. So, da, nicht richtig. So, bei Arbeitnehmern sieht das jetzt folgendermaßen. Ich bräuchte meine Maus. Das kriegen wir doch nicht. So. Bei Arbeitnehmern sieht das so aus, wir haben da so was Progressives drin, das kann ich so in Prozenten nicht auf den Zettel schreiben, weil das fängt bei 14-15% an und geht bis 45. Spitzensteuersatz ist heute 45. Schuldig. Wo? Andere Seite. Andere Seite. Ah, ja. Spitze wäre 41. Ist egal jetzt. So, da kommt also rein die Lohnsteuer, der Solidaritätszuschlag und die Sozialversicherungsabgaben. Ja? Wenn ich im Niedriglohnsektor mich bewege, dann ist Folgendes. Ich habe ja wenig Geld, also kriege ich heute die Grundsicherung von 667 Euro. Das ist genau der Grundfreibetrag, den wir im Einkommensteuerrecht haben. 667 Euro, da sagt jemand, oh, ich kriege aber Hartz IV ein bisschen weniger. Sorry, darf ich nicht mehr sagen. SGB II Leistungen weniger als 667 Euro. Ja. Das liegt daran, dass in München vielleicht jemand mehr kriegt als 667 Euro, weil die Miete da teurer ist. Ne? Im Durchschnitt haben wir aber alle 667 Euro entweder SGB II Leistungen oder den Grundfreibetrag. Kinder liegen günstiger, die sind bei 584. So, wenn ich das alles beim Niedriglohnsektor sehe, dann muss ich also den Grundfreibetrag oder das, was ich an existenzielles Grundminimum habe, davon abziehen. Und das, was überbleibt, also das, was ich an Kaufkraft über dem existenziell Notwendigen habe, ja, das entspricht exakt genauso hoch
wie die Steuer, die erhoben wird. Und das ist eine Erwerbsbelastung von 50%. Im hohen Bereich und sogar auch schon bei dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen ist es so, und der Durchschnitt liegt im Jahr 2008 nach dem Bundesfinanzministerium bei 3.435 netto. Glücklich, wer das hat. Weiß nicht, wer das hat, so im Durchschnitt. Ja. Die meisten haben das nicht, die Mehrheit liegt nämlich weit unter. Da ist es schon so, dass dieser Grundfreibetrag gar nicht mehr so richtig freigestellt wird, weil die Berechnung schon so ist, ja, den schlabbern wir mal und dann haben wir trotzdem 50%. Wir haben also schon Negative Income Flat Tax 50. Das Einzige, wo der Unterschied ist, das ist zwischen niedrig und durchschnittlich. Da ist die Progression so, dass es in diesem Bereich ein bisschen weniger belastet. Das heißt aber auch, wir können auf Einkommensteuer basierende Modelle schlicht nicht durchsetzen, weil wir haben heute schon nicht das Geld, an uns alle die 667 Euro auszugeben. Das geht nicht. Wir sind schon am Limit mit unserem Staatshaushalt. Also können wir das mit diesen Erwerbsteuersystemen überhaupt gar nicht machen. Es ist nämlich so, wer zahlt in das Grundeinkommen heute? Arbeiten tun wir uns das, aber es zahlt der Arbeitgeber und nicht der Staat. Und das umzukehren, ist eine Lösung für das bedingungslose Grundeinkommen. Und das können wir machen mit Konsumsteuer und nicht mit Erwerbsteuer. Weil nämlich bei Konsumsteuer mehr reinkommt und mehr ausgeschüttet werden soll. Der Kollege vorher hat es gerade erklärt mit den 7%. Nehmen wir jetzt 19 für die Lebensmittel, können wir mehr auskehren. Das hat bei Mieten ganz schlimme, fatale Wirkungen. Diese Geschichten Mieten und soziale Leistungen sind nämlich umsatzsteuerfrei. Das ist damals aus sozialpolitischen Gründen eingerichtet worden. Man hat sich gesagt, ja, soll billiger werden. Ja? Das Gegenteil ist der Fall. Ein Arzt, der kauft sich diesen Stift für 1,19 €. Ich bin Rechtsanwältin, selbstständig. Ich zahle 1 €. Weil ich hole mir 19% wieder. Weil ich ja Umsatzsteuer einspiele mit meiner Rechnung, da kommt Umsatzsteuer drauf, irgendwie der Mandant, der Private zahlt es, irgendwie ist damit konsummäßig belastet. Im Sozialsystem, im Mietsystem, zahlt der Mieter oder der kranke Mensch das auch. Nur leider merken wir das alles gar nicht. Das heißt, der Staat zieht sich die 19% aus der Krankenleistung im Grunde so rein, dass jede Anschaffung, die der Arzt, der Pfleger, das Krankenhaus, was weiß ich, die ganzen Häuser, die da gebaut werden, da ist überall 19% drin, die zieht sich der Staat rein, aber er tut sie nicht wieder in den Krankentopf raus. Dadurch werden die Krankensysteme, die bluten aus. Ja? Die bluten auch wegen der Beitragsbemessungsgrenze aus. Da kommt eben nicht genug Geld rein, trotz 50% Besteuerung. Das heißt aber auch, ob wir das jetzt Sozialversicherung nennen oder Steuern nennen, ob wir hier 5,5 von der Einkommensteuer nochmal als Solidaritätszuschlag drauflegen und den so benennen oder nicht, ist nun völlig egal. Wir haben 50%, wir können das da aufteilen, da aufteilen, da aufteilen, aber wir haben eben diese 50%. Die Uhr sagt, ich bin gut im Rennen. Bisschen Fragen erstmal. Ja? Ja, bei diesem hohen Einkommen. Ja. Was mir da fehlt, sind ja da so die Tricks, ne? Man hat ja auch dann bestimmte... Komm ich jetzt. Ne? Okay. Nur, ob ich bis dahin richtig verstanden habe. Ja. Die These ist, wir zahlen alle, egal arm oder reich, auf irgendeine Weise 50% Einkommensteuer. Das kann nicht mehr erhöhen, weil mehr als 50% gibt es nicht. Deswegen bleibt uns nicht anderes übrig als Umsatzsteuer. Also Erwerbsbelastung, sage ich lieber, ja, weil nur Einkommensteuer schreit jeder auf, das sind aber nur 45% und da ist doch Pflicht. Ja? Ist aber nicht so, ja, weil wir haben noch die Krankenversicherung, die Rentenversicherung und so weiter. Auch der Reiche, der zahlt hier 993,31 €, wenn er gesetzlich versichert ist, in die Sozialsysteme rein. Ja? Deswegen sind es nicht 50% Einkommensteuer, weil die ja auch noch da drauf sind. Ja? Also wir haben exakt 50, wenn wir das alles mit einrechnen.
vielleicht kommt es auch noch, aber ich würde, meine Frage ist, was meinst du mit Konsumsteuer? Meinst du Mehrwertsteuer oder meinst du Verbrauchsteuer aller Art? Das kommt noch. Einkommensteuerlich haben wir noch ein anderes Problem. Ich wäre unheimlich gerne Vermieterin, weil dann wüsste ich genau, was ich täte. Ich würde ein Haus kaufen, würde erst mal 3 Jahre warten, dann würde ich das sanieren, den Sanierungsaufwand über 5 Jahre abschreiben und nach 10 Jahren würde ich mein Objekt steuerfrei veräußern. Das sind Sachen, die gehen unserer Grundsicherung verloren. Ja? Da sind Ungerechtigkeiten, ich persönlich möchte die verhindern und sitze deswegen hier und labere euch voll. Kommen wir zur Konsumsteuer. Konsumsteuer hat den Vorteil, dass solche Lücken im System im Grunde gar nicht mehr auftauchen, weil man sie schlicht mit dem Konsum beseitigt. Es wäre dann zum Beispiel möglich, wenn man jetzt Konsumsteuer 100% auf Mieten nähme und dann sagen würde, ja, Grundeinkommen bemessen wir so, naja, jeder hat so Anspruch auf 60 Quadratmeter oder so. Eine einstehende Person ist jetzt mehr als der SGB-II-Satz. Dann hätten wir auch jedweden Konsum, der darüber hinaus ist, als richtigen Konsum in unserem Steuersystem mit drin. Das heißt, wir kriegen die Einnahmen daraus, die wir wieder an die breite Masse verteilen können. Das ist eine wunderbare Geschichte. So, worauf ich jetzt hinaus will, wie funktioniert es? So, wir haben noch ein weiteres Problem, und zwar EU-weit. Wir können Konsumsteuer nur begrenzt machen. Wir sind nämlich gebunden an die EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die ist übergeordnetes Recht. Da stehen wir hier in Deutschland da und können beschließen, was wir wollen, das haben wir uns in die Ohren. Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die sagt Folgendes, nämlich Mieten sind umsatzsteuerfrei, soziale Leistungen sind umsatzsteuerfrei, Grundstücke sind umsatzsteuerfrei, Geschäftsveräußerungen im Ganzen und Gebäude auch. Da kriegen wir dann Probleme in der Anpassung. Meine Idee daher, wir machen nur den Teil, den wir heute als Umsatzsteuer haben, richten wir als eine Umsatzkonsumsteuer. Den rechnen wir um. Wir haben nicht mehr ein hohes Netto, wir haben ein niedriges Netto, das liegt ungefähr bei 50% des heutigen Produktpreises. Sagen dann, die 19% Umsatzsteuer, die wir jetzt haben, die rechnen wir um in 32% Konsumumsatzsteuer, ist dasselbe. Und das, was wir heute an Einkommensteuer und Sozialversicherungsabgaben haben, die rechnen wir um in 68% Sozialkonsumsteuer. Und damit haben wir etwas ganz Großes gewonnen, weil die Sozialkonsumsteuer, die müssen wir nicht nach der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie machen. Und damit können wir das, was wir jetzt im Grunde an Einkommensteuer einnehmen, beziehungsweise nicht einnehmen, weil es frei ist, und also freigestellt von der Einkommensteuer, können wir einnehmen und ausschütten. Das ist im Grunde die ganze Idee und wir können ein anderes Problem auch noch damit erledigen. Da bin ich mit anderen Konsumsteuerverfechtern so ein bisschen in Debatte, wie es denn laufen soll. Götz Werner schlägt vor, das Netto ins Ausland zu lassen, ohne Konsumsteuer zu erheben. Das Problem ist nur, wenn wir das machen, das ist das sogenannte Bestimmungslandprinzip, was wir jetzt hier in der EU-weit schon haben. Wenn wir das machen, dann nutzen wir, wie wir das heute nämlich machen, zu 19% Billiglohnländer aus. Zu unserer Bereicherung, und das ist nicht in Ordnung, wenn wir das jetzt auf 100% machen, also Konsumsteuer 100% drauf, das Produkt geht wieder netto ins Ausland. Im Ausland arbeiten für Hungerlohn arbeitende Leute irgendwie an unserem Produkt, was hinterher wieder nach Deutschland kommt. Dann hat das Land da nichts von. Die Arbeiter können sich nicht wehren, weil die langfristig kein Grundeinkommen kriegen, weil der Staat da hinten keine Einnahmen hat. Und wir kriegen das wieder netto hier ins Inland, können dann schön unsere Früchte daraus ziehen, das Grundeinkommen verteilen und sozial finde ich das nicht. Was sagt die Zeit? Hey. Das Produkt darf also nicht netto in das Ausland, es muss zumindest mit Sozialkonsumsteuer belegt werden. Weil das sind ja unsere Produktion, es ist unsere Produktion, die wir hier gemacht haben. Wenn wir das in jedem Land anwenden,
dann bekommt jedes Land die Wertschöpfung aus der eigenen Produktion und die bleibt in dem Land zum Verteilen dort. Und nicht da hinten wird produziert und wir kriegen die Einfuhrumsatzsteuer und unser Grundeinkommen ist schön bezahlt, wir werden hier fett und reich, ja, und da hinten hungern sie uns weg. Das darf es nicht sein. So, das wäre jetzt mein Vorschlag zur Konsumbesteuerung. Ich halte das im Vergleich zu dem Erwerbssteuersystem als ein durchsetzbares Modell. Erwerbsteuer halte ich nicht für umsetzbar. Und was mir bei vielen Modellen auch aufgefallen ist, es wird hier gekürzt, da weggenommen und so weiter, aber es wird nicht diese allgemeine 50-prozentige Erwerbsbesteuerung gesehen, da wird dann die Gewerbesteuer eben komplett weggetan, ja? Obwohl da ein individueller Anteil dabei ist. Das darf man nicht machen, dann brechen uns unsere Einnahmen weg. Wir können aber auch eins nicht machen, wir können nicht 45% Einkommensteuer nehmen und dann nehmen wir noch 20% für die Sozialversicherungsabgaben drauf, weil das widerspricht dann eben dem Halbteilungsgrundsatz. Das dürfen wir nicht machen. Wir haben den quasi schon fast voll ausgeschöpft, diese 50%. Der einzige Spielraum, wie gesagt, ist im Niedriglohnbereich, wo es dann anfängt, irgendwie auf normal zu gehen. Da sind wir ein bisschen drunter, aber das sind jetzt gerade auch die Familien mit den vielen Kindern, die wollen wir doch wohl nicht mehr belasten. Dadurch können wir aber auch kein Grundeinkommen ausschütten. 17 Minuten. Ausnahme. Diskussion. Die Ausnahmetatbeständen kommen bei den 50%, wo hier der Einbruch war. Wir sehen das jetzt ein bisschen zu schnell. Also ich fand der Buch, das ist in der Zeit, aber diese Konsumsozialsteuer, die ist mir jetzt nicht ganz klar. Also die Sozialkonsumsteuer, die hat die Funktion der heutigen Einkommensteuer. Wir müssen auch noch was mit der machen. Die ist in meinem Konzept begrenzt in dem Abzug. Also prinzipiell, man kann sie vollständig abziehen, wie die heutige Umsatzsteuer auch. Also Vorsteuerabzug gibt es auf diese Steuer. Nur, wenn jetzt ein Unternehmer sich, der investiert, der kauft, der hat noch gar keine Erlöse. So, jetzt kann der hingehen und sagen, ich habe hier alles gekauft, hör mal, Staat, gib mir doch die Hälfte wieder. Sozialkonsumsteuer, Umsatzkonsumsteuer ist der Staat platte. Und wir haben kein Grundeinkommen. Da hat man nichts von. Also machen wir Folgendes. Die Sozialkonsumsteuer gibt es nur immer so weit wieder, wie jemand auch Sozialkonsumsteuer einspielt. Ja? Also ich habe Erlöse und muss Sozialkonsumsteuer in 200 Euro zahlen. Ja, ich habe aber auch für 400 eingekauft, ja, und möchte mir dementsprechend jetzt die investierte Sozialkonsumsteuer wiederholen, kann ich das nur so weit machen, wie ich Sozialkonsumsteuer zu führen habe. Weil sonst blutet der Staat aus und wir mit dem. Jetzt haben wir im Einkommensteuerrecht noch etwas. Wir haben die AFA, die Absetzung für Abnutzung. Ich kaufe mir ein Wirtschaftsgut, das nutze ich 6 Jahre, wie den PKW zum Beispiel. Wenn ich jetzt hingehe und lasse mir die Sozialkonsumsteuer direkt am Anfang, ich habe das Auto gekauft für 20.000, 10.000, hole ich mir gleich wieder Umsatzkonsumsteuer, Sozialkonsumsteuer, Staat gibt man. Ja? Und meine Erlöse, ich bin noch in der Anfangsphase. Ne? Dann habe ich erstmal ein günstiges Auto, ja? Ist nicht so günstig für den Staat. Also muss im Grunde die Sozialkonsumsteuer, wenn es nicht um Ware geht, die ich wieder veräußere, da ist das ja einfach, ich kaufe sie ein, ich verkaufe sie wieder, da kann man dann irgendwie schön händeln mit der Untersteuererklärung. Ja? Aber wenn ich mir ein Auto kaufe, dann nutze ich das ja über die 6 Jahre. Also mache ich Folgendes, Sozialkonsumsteuer, sage ich, waren diese 68%, ich teile die durch die Anzahl der Nutzungsjahre und kann mir immer nur den Teil wiederholen, ja, den ich dann in dem Jahr verbraucht habe von der Sozialkonsumsteuer. Und so wird ein Schuh draus, der Staat wird nicht pleite, wir kriegen unser Grundeinkommen und im Grunde haben wir alles 1:1 umgesetzt. Nur die Steuerschlupflöcher, die haben wir geschlossen. Und wenn wir es jetzt noch hinkriegen, auf die 19% Export EU-weit das Herkunftslandprinzip einzurichten, dann haben wir die Staatseinnahmen, die uns auch irgendwie für den Aufbau des Ganzen nach und nach
Anfang des Satzes vergessen, Grammatik weg, ne? Hier ist sie schon. Meine Frage ist, ist das jetzt dann im Grunde genommen, ist der Vorsteuerabzug, soll dann reduziert werden dann in Form einer Sozialkonsumsteuer? Oder wie soll das funktionieren? Nein, der Vorsteuerabzug, der wird auch bei Sozialkonsumsteuer gewährt. Er wird nicht sofort gewährt. Er wird temporär verschoben. Das heißt, ich kann nicht sofort mein gesamtes investiertes Geld, was ich in die Sozialkonsumsteuer fremder Produkte investiert habe, die Sozialkonsumsteuer kriege ich nicht auf einen Schlag, sondern die kriege ich stückchenweise über die Nutzungsdauer, beziehungsweise stückchenweise so viel ich meine Produkte verkaufe. Das wäre das Äquivalent zu der Verlustverrechnung in der Einkommensteuer. Wir haben ja so wenige Einnahmen aus der Einkommensteuer, weil der Verlust immer verrechnet wird. Das sind aber die Investitionen, die ein Unternehmen macht. Konsumsteuer heißt, ich investiere genauso. Ich muss jetzt in ein Nettoprodukt viel weniger investieren. Das ist nämlich geringer geworden. Mein Nettoaufwand ist viel geringer. Nur, wenn ich mir das alles gleich zurückhole, geht der Staat bankrott. Also kann ich das nur stückchenweise wiederholen. Und ich mache eine Verlustbeträge. Also ich kann nicht ein Verlustgeld machen, um mir Erstattungsbeträge mehr wiederzuholen. Damit wir den Ausverkauf nicht haben. Also das, was heute in der Einkommensteuer noch geht, teilweise noch geht, es geht bei manchen Sachen schon nicht mehr. Also die Tendenz ist dahin zu sehen, irgendwie, dass diese Verlustverrechnung auch nicht mehr so passieren darf, nur noch bis null. Das machen wir im Steuersystem mit der Sozialkonsumsteuer. Erst da, dann da, dann da. Das ist aber Vorsteuerabzug im Prinzip das Problem, was wir heute schon haben, oder? Also dass man die Betrugsmöglichkeiten schließt, indem man einfach sozusagen nicht mehr erstattet, als es geht eben nur auf Null sozusagen. Das ist aber nicht... Das war nicht damit gemeint. Also das mit dem Umsatzsteuerbetrug, da kann man dieses Charge-Verfahren einführen, das habe ich auch konzipiert, dass also wenn ich jetzt Unternehmerin bin und ich verkaufe etwas an einen Unternehmer, dann ist klar, ich bin vorsteuerabzugsberechtigt, der auch, ja. Mit der Umsatzsteuer irgendwie wird es dann so gehandhabt, dass die erst gar nicht mehr ausgewiesen wird. Das heißt, der zahlt auch gleich weniger, aber alle wissen ja Bescheid, das ist sowieso ein Nullsummenspiel. Mit der Sozialkonsumsteuer können wir das nicht machen, weil die ja eventuell temporär eben erst Geld gemacht wird. Also muss die erst gezahlt werden und dann wieder geholt werden über die Zeit. Habe ich jetzt noch nicht verstanden, aber es geht vielleicht auch im zusätzlichen Detail. Also da laufen ja heute auch große Betrugsaktionen mit dem Vorsteueraktion. Ja. Aber die Begrenzung auf Null, das was du meinst mit dem Vorsteuerbetrug, ja, das wäre die Begrenzung auf Null. Man kann sich das nicht erstatten lassen, also über Gebühr. Ja, genau. Und dann hat man diesen Betrug da auch weg. Das kann man ja auf die ganze Umsatzsteuer anwenden. Das kann man auf die, ja, aber im Moment geht es nicht. Ne? Also im Moment haben wir die EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die ist eben anders. Deswegen. Ne? Okay. Jetzt nochmal ganz kurz die Darstellung. Mit Konsumsteuer meinst du in der Tat Umsatzsteuer. Also keine Mengensteuer. Eine was? Keine Mengensteuer. Ich kenne keine Mengensteuer. Nein, ich meine also die Steuer, die auf den Verkauf eines Konsumprodukts... In Prozent auf den Preis. Nicht pro Alkoholgehalt oder was? Nein, oder was nein. Es geht nur um die Allgemeinversteuer. Also ich habe auch die Verbrauchssteuern, die da sonst so sind, Tabaksteuer, was weiß ich, Alkoholsteuer oder so, das ist alles Diskussion, die kann man woanders führen. Anders, okay. Aber das hier ist jetzt Grundeinkommen und dann geht es um die allgemeine Besteuerung. Genau. Dein Ansatz war jetzt, das möglichst schnell einführen zu können, deshalb diese Sozialkonsumsteuer. Hast du ein Ziel, wo es dauerhaft hingehen könnte? Dauerhaft ist Konsumsteuer 100% ohne Sozialkonsumsteuer, aber mit den Regelungen der Sozialkonsumsteuer dann. Aber das geht EU-weit noch nicht, da müsste man also wirklich da in dem Pool regeln. Mein Konzept geht heute deutschlandweit. Es gibt Probleme bei der Finanzierung der Renten und bei dem Mehrbedarf, das möchte ich nicht verschweigen. Der Mehrbedarf wird heute in der Einkommensteuererklärung angesetzt unter außergewöhnliche Belastungen. Da ist ein Eigenanteil, den muss jeder selber tragen, aber ansonsten wird es bezuschusst vom Staat. Im Konsumsteuersystem würde das bedeuten, der Staat muss auch da bezuschusst. Ja? Da gibt es Bedarf, das genauer zu berechnen, das ich nicht berechnen kann anhand der Desatis-Zahlen. Und das andere Problem in den Renten,
die Sozialausgaben heute, die liegen bei Renten, also bei Renten ist es so, die Frau kriegt durchschnittlich 500, der Mann kriegt durchschnittlich 900, das ist über diesem Grundfreibetrag von 667 Euro, den wir heute als Grundeinkommen ausschütten könnten beim Konsumsteuersystem. Die Spitze, die konnte ich auch nicht berechnen in meiner Finanzierungsrechnung. Das könnt ihr auf meiner Seite da verfolgen. Die Finanzierung ist auch drin anhand der Statistabelle 2007 und 2011. Da muss man gucken, wie man es macht mit der Rente. Mein persönlicher Ansatz ist, da die Rentenkasse ist so ausgeplündert worden, auf unsere Kosten, dass ich denke, unter uns, die Goldvorräte könnten auch mal dran glauben. Ne? Sie würden sprechen. Das Modell kann man ja unabhängig vom BGE, klingt das für meine Meinung nicht sinnvoll. Wie weit wird es in der Praxis überhaupt schon diskutiert, nach welchen Ebenen? Oder ob das Modell jetzt, also dieses Besteuerungsmodell, unabhängig vom BGE, was du eben vorgestellt hast, wird das schon in der Praxis diskutiert und wenn ja, auf welchen Ebenen? Das ist ein Konzept zum bedingungslosen Grundeinkommen, das würde ich überhaupt nicht trennen, weil Konsumsteuer ist verbunden mit bedingungslosem Grundeinkommen, Einkommensteuer ist verbunden mit Grundeinkommen, ja. Es wird diskutiert, ja, beim Netzwerk Grundeinkommen, es wird diskutiert bei André Presse, bei Götz Werner in München auf dem Kongress im September. Ist allgemein, würde ich sagen, in der Diskussion, oder? Ja, kann ich. Das ist ja populär. Sehe ich das richtig, dass das Konzept in dem Falle Unternehmen eher unterstützen würde, die außerhalb dieses Bereichs ihre Geschäfte tätigen würden und sehr zentralisiert arbeiten und kooperativ arbeitende Unternehmen, Beispiel Boeing jetzt gegen Airbus, würden in dem Falle sich gegenseitig bestrafen, weil beim Transfer der Einzelbestandteile jedes Mal zusätzliche Steuern anfallen würden. Das würde den Wettbewerb komplett verzerren. Es verzerrt sich gar nichts, es wird eins zu eins umgesetzt, das ist ja das Schöne daran. Das, was heute passiert, irgendwie der reiche Mensch, der investiert, der holt sich dann die Lohnsteuer, die er eventuell als Geschäftsführer schon gezahlt hat oder so, ja, die holt er sich wieder und hat wieder schön sein Geld. Konsumsteuer ist folgendermaßen, das Einkommen, was jemand hat, also der Gewinn eines Unternehmens, da ist der Knackpunkt im Grunde, ja, der Gewinn eines Unternehmens sinkt. Und zwar genau. Es zählt in was anderes hinaus. Es geht um die mehrfache Verschiebung von Waren zur Konfektion eines Produktes. Die würden ja jedes Mal nach dem Konzept, weil sie über Landesgrenzen geschafft werden, versteuert werden, was das Produkt als Gesamtes nach mehreren Verschiebevorgängen insgesamt verteuert wird. Wenn wir das jetzt deutschlandweit machen würden, dann würde die Sozialkonsumsteuer nicht im Ausland ja als Vorsteuer dienen. Ja? Das heißt, wir haben die Einnahmen beim Export aus der Sozialkonsumsteuer, was vorher die Einkommensteuer war, ja, das bleibt hier in Deutschland und in dem internationalen Warenverkehr ist im Grunde alles beim Alten. Wenn wir aber ein Produkt einführen, dann muss der Staat fiktiv diese Sozialkonsumsteuer erstmal als Vorsteuer gewähren, damit der Produktpreis hinterher gleich bleibt. Also das bleibt alles so, wie es ist fürs Ausland. Der Transfer, der ist geregelt. Dieses, was du anfangs gesagt hast, diese zwei Jahre liegen lassen, eine Immobilie, hast du das damit abgestellt, diese Möglichkeit, also dann so zu investieren und auch keine Steuern zu bezahlen, oder ist das damit nicht abgestellt? Grundstückproblematik und Immobilienproblematik ist noch eine andere. Das Konzept sieht als einzige Erwerbsteuer eine Grundertragssteuer vor. Ist also damit nicht behoben. Das wäre damit, also der Grund und Boden wäre damit besteuert, weil wenn ich das nach 10 Jahren steuerfrei veräußern kann, dann kann sich jeder individuell im Grunde die Wertsteigerung vom Grund und Boden dann in die eigene Tasche ziehen. Das wäre dadurch verhindert und Gebäude würde ich auch unter Sozialkonsumsteuer stellen, damit hätten wir dann das Einkommensteuer-Schlupfloch bei Immobilien komplett geschlammelt. Ja, das ist dann geschlossen. Ja. Zwei Fragen. Zum einen, was ist mit. Ein bisschen ruhiger vielleicht. Was ist mit An- und Ausfuhrumsatzsteuer? Das heißt, wenn jemand hier in Deutschland Waren erwirbt, die werden dann mit diesem fiktiven Satz belegt, er führt sie aus, dann wäre nach bisherigem Umsatzsteuerrecht, kann er sich ja
vom deutschen Staat, die hier gezahlte Umsatzsteuer zurückholen und zahlen dann seine Zahlen in seinem Heimatstaat über ihn Geld für einfach Umsatzsteuer, genauso vice versa, wenn ich im Ausland ja mir ein Auto kaufe in Belgien mit 33% Umsatzsteuer, hole ich mir beim belgischen Staat die 33% wieder und versteuere hier für 19% nach. Dadurch funktionieren auch diese hohen Portgeschäfte. Wie soll das dann gehandelt werden? Punkt 2. Und dann greife ich nochmal kurz auf, was hier der Vorredner eben sagte. Was ist mit internen Konzerngeschäften? Das heißt, wenn ich innerhalb eines Konzerns ja Waren verschiebe, nehmen wir mal als Beispiel, wir sind in Nordrhein-Westfalen, wir nehmen einen großen Konzern Bayer. Da macht die Bayer Forschungsabteilung, macht einen Forschungsauftrag für Bayer Pharmazie, stellt das natürlich intern in Rechnung, wo die Steuer an. Das ist natürlich ein Konzernunternehmensspiel, weil die buchen das ja als Vorsteuer gegen. Wenn ich das jetzt zurückhalten muss und es nicht sofort geltend machen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habe ich ja jetzt zumindest für eine Übergangsphase eine unglaubliche Kostensteigerung für konzernintern, weil ich halt eben nicht sofort Steuer gegen Steuer rechnen kann. Was heißt das zumindest für einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren einen extremen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Firmen haben, die das hier sofort dagegen rechnen können? Hättest du deswegen nicht, weil ja der Preis, den du inklusive Sozialkonsumsteuer zahlst, der heutige Nettopreis ist. Das heißt, der Aufwand ist ja identisch. Es ändert sich ja nichts. Die heutige Umsatzsteuer wird genauso behandelt wie die heutige Umsatzsteuer im Konsumsteuersystem unter Angliederung an die EU-Mehrwertsteuersysteme. Keine Änderung. Das Einzige, was sich ändert, Einkommensteuer, Sozialabgaben gleich Sozialkonsumsteuer. Das ist das, was sich ändert. Und die Sozialkonsumsteuer, die geht nach dem Herkunftslandprinzip, so wie wir die Einkommensteuer ja heute auch haben. Ja? Die ist ja Herkunftslandprinzip. Ja? Und die Umsatzsteuer, die wir heute haben, die muss leider als Bestimmungslandprinzip da bleiben. Da können wir nichts machen. Das ist die Frage mit der internen Verrechnung. Ich durch nicht sofortige Vorsteuerabzug noch nicht verhandeln. Ja, jetzt haben wir die zwei Unternehmensbereiche. Der eine sagt irgendwie so, ich veräußere dir Produkt Y 100 Stück. Ja? Das ist Netto plus Sozialkonsumsteuer. Der Rest Reverse Charge Verfahren wird dann nicht mehr ausgewiesen, weil die beiden Vorsteuerabzugsfähig sind. Ja? Jetzt macht dieses Unternehmen, was das angekauft hat, setz um, dann kann sich das ja schon die Sozialkonsumsteuer wiederholen. Wenn es im gleichen Monat ist, ja, oder so. Ja? Es sei denn, Anlagegüter, die müssen eben gestreckt werden über die Nutzungsdauer, genauso wie heute in der Einkommensteuer. Das kann man auch nur stückchenweise geltend machen, sonst wäre der Staat genauso heute pleite, wie er dann pleite ist. Bitte? Interne Konzerndienstleistung. Also. Kenne ich ja nicht auf den Zeitraum abschreiben. Ja, du musst ja unterscheiden zwischen Umlaufvermögen und Anlagevermögen. Ja, wenn du die Dienstleistung in Anspruch nimmst, ist das ja kein Anlagevermögen, was ich mir kaufe. Es geht ja auch um die Rechnungsstellung an der Stelle. Ich könnte ja nicht gerne sogar nicht die Rechnung stellen. Susanne? Ja, ich habe auch eine Frage, wenn ich dir stellen kann. Danke für den Auftrag. Ich habe es nicht verstanden mit dem Export. Ja. Wenn ich exportiere ich doch das Gut ohne unsere Sozialleistungen und Abgaben. Also bei Konsumsteuer. So wie Götz Werner das vorsieht, ja? Ja, also dann geht das befreit von unserem Sozialstaat. Genau. In das Ausland. Wir schenken quasi unsere Arbeit dem anderen Staat, heißt das. Ne? Unser Wert, den wir gesteigert haben, die Schöpfung daraus, die kann nicht unser Staat schöpfen, sondern der andere Staat. Das erklärt wirklich einen Ausgleich durch den Import, den wir zwar besteuern, denn wir aber nicht geschaffen haben. Genau. Das würde man sagen, gleicht sich aus. Ja, Moment, wir haben hier in Deutschland ja umgekehrt. Nein, ne? Man weiß es nicht. Aber meine Frage zielt darauf, wieso besteht die Gefahr, dass die anderen Gesellschaften oder Länder darunter leiden? Ich sah das als einen Vorteil bislang an, ja, dass wir unsere Sozialabgaben nicht mit exportieren. Das hört sich auch erst so an, ist aber anders. Stellen wir uns mal vor, irgendwie, wir haben jetzt hier Wolle, ja? Die schicken wir jetzt ins Ausland, Billiglohnland, die stricken da unten für 1 Euro einen ganzen Pullover. Ja? Die kriegen die Wolle netto ja dahin. Ja.
Ja? Der Staat dort hat Einfuhrumsatzsteuer, also kriegt erstmal das Geld, ja? Muss aber gleichzeitig Vorsteuer gewähren. Das heißt, für den Staat ist das ein Nullsummenspiel, wenn das Produkt in das Ausland kommt. Ja? Der ausländische Staat hat keinen Vorteil erstmal. Der holt sich die Wertschöpfung. Nee, doch keiner hat Vorteile. Der holt sich die Wertschöpfung und schüttet die gleichzeitig wieder aus. So, jetzt stricken die da für 1 Euro einen Monat lang. Ja? Reicht nicht für das Leben, für Dauer. So, und jetzt geht das Produkt, was gestrickt ist, der Pullover, geht wieder netto nach Deutschland, weil wir wollen ihn hier anziehen. Ob der netto geht, ist eine Entscheidung des Landes. Ja, Moment, wir wollen Konsumsteuersystem überall haben. Jetzt habe ich dir erzählt, wie das in der Reihe geht. Ja, das andere Land hat natürlich dann auch Konsumsteuer. Ja? So, das Produkt geht netto rein, der Staat schöpft sich den unseren Wert, gibt den gleichzeitig wieder an das Unternehmen raus und das Produkt geht wieder netto ins Ausland, nämlich nach Deutschland. Und dann stehen die da mit dem 1 Euro Lohn. Der Staat hat gar nichts und wir haben uns bereichert an deren Strickkünsten. So wenn die das da unten verkaufen, wenn die da unten verbrauchen, ist alles in Ordnung. Ja? Nur im Moment haben wir, wenn wir Bestimmungslandprinzip haben, haben wir Besteuerung nur nach dem Verbrauch. Und wenn wir Herkunftslandprinzip haben, haben wir Versteuerung nach dem Verbrauch und nach der Produktion. Und das ist eine gerechtere Sache, weil immer da, wo produziert wird, ist eben da in dem Land auch irgendwie dem Land, dem Staat hilft, was dann da ein Grundeinkommen auslöst. Noch nicht ganz sauber. Dann reinige ich es doch. Naja, weil es geht ja um die Handelsbilanz, es geht negativ. Also das heißt, bin ich in der Summe negativ oder gleiche ich das auf? Also ich kaufe ja auch wieder Produkte aus dem Ausland. Ich habe ja nicht nur, dass die gestrickt haben, sondern ich verkaufe es ja auch als Unternehmen aus dem Fremdland in Deutschland mit einem höheren Preis. Ja, dann hat der Unternehmer im Ausland gewonnen. Das ist toll. Ob der jetzt seinen Gewinn an die Arbeitnehmer, die da stricken, weitergibt, war nicht zu bezweifeln. Hier. Erst da, dann. Ich wollte mal sagen, schönen Dank für deinen Vortrag. Und ich bitte alle Anwesenden, mir fallen auch noch 27 Ausnahmen ein, die ich jetzt fragen könnte. Aber ich frage sie nicht, weil das kann doch kein Modell sofort. Alles erschlagen, das kann man diskutieren. Also es steht auch viel auf der Seite. Ja, wenn man muss doch nicht heute jetzt hier alles vorfahren. Ja. Dankeschön. Also ganz kurz, das Problem ist aber auch, wenn die Leute das Zeug dort kaufen, das ist ja unser, also das Zweite, das ist gar nicht unproblematisch, weil wir haben dann einfach eine Exportsubvention und machen dort die Märkte platt. Das machen wir ja gerade mit Mittelstellen auch was. Also das ist auch nicht unproblematisch. Du hast einen interessanten Fall genannt, mit dem ich mich noch nicht befasst habe. Ja, wir haben ja, um ein Produkt zu erstellen, haben wir ja eben Kosten in der staatlichen Infrastruktur und so weiter. Ja. Und wenn wir das aber netto, das heißt, diese Kosten sind dann nicht drin, wir exportieren netto und da sind dann sozusagen keine diese staatlichen Kosten drin. Und dieses Produkt ist natürlich unglaublich billig im Vergleich zu dem, was es wert ist und was eingestellt wurde. Und dann machen wir im Ausland alles platt und dann sind wir halt weiterhin der Exportweltmeister. Also wollen wir das. Also das ist halt auch so hohem Maß unsozial in meinen Augen. Du hast einen interessanten Fall mit der Ausnutzung der Arbeitskraft, das kommt hinzu. Ich habe da also sehr lange auch über diesen Punkt nachgedacht, weil ich das auch sehr bestechend erst fand, irgendwie dieses Argument von Dr. Hartorf und Götz Werner. Das hört sich so toll an, aber wenn man es wirklich genauer durchdenkt, und wir können da gerne noch separat über das Sportverhandlung. Ich habe da extra Thema draus gemacht, Special, vielleicht im Nebenraum. Wie ist das, wenn man jetzt tatsächlich sagt, das ist dann ein Verständnisproblem, aber eine Verständnisfrage noch? Wenn man das sagen würde, das ist ein Problem des Auslands. Also wenn die merken, wir werden ausgebeutet, dann müssen die halt eine Ausfuhrumsatzsteuer sein. Weil das Problem kann ja genauso ausdenken, einmal aufdenken. Wir als Deutsche kaufen Rohstoffe aus dem Ausland, exportieren fertige Produkte ins Ausland. Wir haben aber als Exportland hier dann ein Problem. Das ist ja genau der Punkt. Also wir kaufen uns entscheiden, das zu machen. Ja. Noch Fragen?